auch so eine langwierige Aufgabe ist das echt. Mit dem Grinding? Ja, das ist so krass, echt. Da stelle ich am liebsten Helfer ein und mache Blödsinn auf der Map. Mhm. Aber der kostet halt auch Geld, weißt du? Und der Bauer hat ja nichts. So ist ja das. Ein Bauer ist ja arm dran. Aber weißt du ja, lieber arm dran wie arm weg. Richtig. Ja, siehst mal. Ach, schlimm ist das. Was, die 140 Hektar, was ist das ungefähr für Wert? Das ist die schlechte Definition vom Wert her. Ich denke mal, eine wirst du zusammenbringen. Eine Mille, okay. Mhm. Ist aber dann wenig. Ist aber dann wenig. Ja, das sind ja hauptsächlich von uns die. Das sind ja keine gekauften oder gebachteten. Ja, ja, schon klar. Also, Bachbücher haben wir so gut wie gar nicht. Aber, der Wald habt ihr ja auch und der ist ja dann normalerweise ja auch viel wert, oder? Und der Wald hat, da kriegst du schon ein bisschen was. Wenn du verkaufen würdest, aber machen wir nicht. Ja, würde ich auch nicht. Wir haben ein paar Leute drin, die das Holz rausmachen und da wurde halt nach Raummetern gerechnet. Aha. Aber ihr könnt da jetzt ruhig auch rangehen an den Wald, obwohl er verpachtet ist und da Holz rausholen, oder? Ja, also einfach geht das auch nicht. Lass mal da ausprobieren, ob man. Achso, okay. Forster uns so, in dem was man halt braucht. Tannenbaum oder. Naja. Aber wir brauchen es halt nicht bezahlen. Ja, ist klar. Die halt ihr Brennholz da drinnen machen, die müssen dann halt pro Raummeter das an Förster bezahlen und da gibt dann uns wieder anteilig was. Mhm. Ja. Mann, wie langweilig. Ups, ich bin voll. Kommst du mal her, bitte? Bin schon auf dem Weg. Komm, Bauer, hopp. Also manchmal den Zug. Ja, den Zug, du weißt doch nicht einmal, wie der ausschaut. Ne, D ohne Zug, ne? Oder wie war das? So ähnlich. D mit Zug. D Zug. Das heißt ein D-Zug und ein T-Zug. Wie viel ist jetzt an dem ersten drin? Da ist gleich voll. Echt? Okay. Für dann haben wir drin. Ach, 6 Kilo fehlen uns. Wäre auch voll. Ja, scheiße. Und wir haben noch was im Lager. Ja, das Lager, das ist gut, das lass aber. Weil es ist für die harten Zeiten, weißt Was kostet eigentlich der eine Hänger, der mit 21? Pass mal auf, jetzt schauen wir schnell was. Weil da komme ich hoch mit dem, das weiß ich. Der hat 21.000 Fassung.
Kostet 24.000, soll ich da einen kaufen? Ja, ihr müsst mir aber so einen dann verkaufen. Ja, du kannst ja dann einen von den kleinen hinfahren und verkaufen, wenn du den anderen holst. Ja, machen erstmal die zwei voll, wenn ich die verkauft habe, dann den Rest verkauft und dann bringe ich die zwei dann gleich weg. Obwohl, warte mal, die zwei zusammen haben 10.000 und der eine hat 21.000. Ja, ich habe jetzt schon mal einen Kauf dran stehen, tut er. Mhm. Dann machen wir jetzt den einen, den zweiten noch voll. Und dann tust du das Raps verkaufen. Und dann haben wir tust du einen Hänger verkaufen oder alle beide. Weil haben wir eh doppeltes, mit einem Hänger doppeltes Volumen. Genau so machen wir es. Genau. Passt es nämlich, dann haben wir einiges mehr Platz. Mit einem gescheiten Hänger. Genau. Und schaffe ich es noch? Nein, verdammt! So ein Scheiß. Ist der erste schon voll? Ja. Okay. Nee, da geht noch was rein. Was? Ja. Jetzt ist er voll. Ja, ein bisschen was über 5 geht rein, glaube ich. 5,7. Ja. Wie viel Kilo waren es denn? Wie Kilo? Was du noch abgenommen hast jetzt? Reingeschmissen hab. Der Rest auch? Oh, du, da habe ich jetzt gar nicht geschaut. Sorry, hätte ich schauen sollen? Nee, was du gerade getroschen hast, wie viel Kilo hattest du drin jetzt am Troscher? Der war voll. Wie viel geht da rein? 1500 oder was? Ne, anderthalb Tonnen ist nicht viel. Ja. Sag ja, das ist nix, das ist. Du brauchst es so ewig für das Feld. Die zwei kleinen drüben, die gehen, die ruckzuck, weißt du, aber das große, das zieht sie dann schon. Und drüben ist auch schon fertig. Ja. Das ist das nächste. Was ist zu tun jetzt? Ja, ja. Und du machst nix, oder? Wie seht ihr das? Ich kann ja zurzeit nichts machen. Ja. Hätten wir noch einen zweiten Drescher, könnte ich mir dreschen, aber wie kann man uns das leisten? Wie kann man nochmal so einen roten noch kaufen? Kann man uns das leisten? Einen roten nochmal so ein? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der kostet, warte mal. Aber es wäre vielleicht gar nicht mal so übel. 32.000. Na, 10.000 hab ich jetzt auf dem Ding. Nee, kann man uns doch nicht leisten. Der Deutz. Der hat 4200 Liter Fassung, der kostet 199.000.
Aber da würde ich lieber den Groß nehmen für 315.000 mit 9.000 Liter. Ah, Müll, echt. Müllinger. Wir müssen mal erstmal noch so einen kleinen Drascher holen und wenn wir dann das Geld zusammen haben, die zwei hinaushauen und den großen. Ja. Dass wir dann die zwei dreschen können. Ja, wäre vielleicht gar nicht mehr so übel. Weil du wirst es nicht hinterherkommen. Du wirst das große Welt, dass die zwei kleinen Stücken hier hieben. Ja. Und wenn die dann ist da. Schaffen wir, dass ein altes da Hänger voll wird. Der große. Ja. Ja, nee, da schauen wir jetzt mal, verkaufst jetzt dann das Zeug, wenn der voll ist, dann schauen wir, wie viel Geld das wir haben. Nee, wenn sein muss, dann nehmen wir halt noch schnell 10.000 von der Bank. Den Gruber hast du schon verkauft, gell? Ja. Und nachher werden ja die zwei Hänger verkauft, wenn die leer sind. Ja, das müsste vielleicht dann reichen. Obwohl, mehr Mähwerk brauchen wir ja auch noch. Ja, Mähwerk. Ja, für den Drascher dann, ja. Ja, ja. 5.000 kostet es. Also brauchen wir 37.000. Mhm. Okay. Wie viel hast du noch auf der Hand? 6er. Okay. Rauchst du? Nee. Bei der Aufnahme? Ich war schon nie getrauen. Ja, ich hab gehört, das war Feuerzeug. Ja, meine Frau, nicht ich. Also deine Frau war's, okay. Sagt sie ihr, das ist ungesund. Das weiß ich selber. Ach so. Scheiße. Ne, die ist gegen Zigaretten, deswegen tut sie die vernichten. Naja, so wie du halt. Richtig. Ne, da machen wir es ganz einfach so, ja. So. Und wieder voll. Da fahrst du nicht einmal, da schaffst du nicht einmal zwei Bahnen. Das willst du nur warten, anderthalb, ne? Ist nicht viel. Dann haben wir drei Tonnen, wenn wir zwei Drascher haben. Ja. Da stellen wir ein Ding hier in die Mitte. Ein Ladewagen. Also ein Hänger halt. Muss jetzt plus das Ding dann ans Ding bringen. Obwohl, warte mal, wo ist es? Schau mal, wo es am meisten wert ist momentan. Mhm. Gaststätte 2400. Okay. Ja, den einen haben wir nicht mehr geschafft mit 4000. Das wäre natürlich schon der Hammer gewesen. Bist du lange warten, kann man auch nicht. Nee, können wir auch nicht. Weil uns verfault schon das ganze Zeug zusammen. Ja. Na, der Hälfte hast du noch nicht ganz, oder? Hm? Der Hälfte hast du noch nicht ganz? Nee, noch lang nicht. Ich glaube, da muss ich nur zwei Bahnen fahren oder was. Haben wir gleich mal ein neues Headset eingeweiht jetzt. Ja, siehst mal. Boah, da können wir jetzt eigentlich Feierabend machen. Ja. Mir hat bei Alice der Drescher, den was du am Anfang hast, weißt du, bei Alice 12, glaube ich, war das. Ein Wirtschaftssimulator 12 hat mir besser gefallen. Der gelbe. Hast du auch 2011 gespielt und 12?
Ne, 11 habe ich gespielt. 11, okay. Ah, ich denke mal, die 2 ist halt bloß umgespritzt, das wird natürlich sein, die Unterschied. Naja, aber gelb hat er besser ausgeschaut. Bist du wieder fast voll oder? Ja, gleich bei 90% bin ich jetzt. Ja, der Hänger wird jetzt aber halt voll sein, schätze ich. Ja, 75% haben wir. Okay. Ich denke, irgendwo müssen wir noch neu bunkern, dann aus dem Feld. Drei Tonnen fehlen noch. Okay, also zwei Fuhren. Wenn das dann reicht von Geher, holst du den neuen Drascher dann? Mir wurscht. Na, weil ich muss erstmal dann den Hänger holen. Ja, okay, stimmt, ja. Ja. Dann hole ich den neuen Drescher. Aber ich würde sagen, wir machen noch mal kurz eine kleine Pause, okay? Können wir machen. Jo, also bis gleich. Ciao, bis gleich. Sag tschüss, Ralf. Tschüss. Bis gleich.